So, meine Lieben, ich wollte ihn jetzt auf der Bühne nehmen und hört mal, wie der Motor sich schüttelt. Das kann natürlich jetzt vieles sein. Aber was könnte es sein? Also ich vermute, vielleicht Zündkerzen, beziehungsweise hier unten drunter ist, glaube ich, eine Zündeinheit. Also die Zündeinheit und Zündkerzen, eventuell sogar Luftmengenmesser. Das werde ich mal jetzt als allererstes untersuchen. Mal gucken, ob es im warmen Zustand weggeht. Bin ja mal gespannt. So, meine Lieben, ich habe jetzt nur das Kabel hier mal abgemacht und er lief sofort besser. Jetzt ist wieder drauf. Ich mache ihn jetzt noch mal ganz kurz aus und starte ihn noch mal. Ja, lief auch gleich viel höher jetzt. Okay, Werkstatt-Symbol ist jetzt an, das ist nicht so wild. Jetzt haben wir wieder das Ruckeln. Ah, jetzt ist es leider weg. Aber jetzt wieder da. Jetzt wieder da. Mit einer Hand macht sich das natürlich jetzt hier ein bisschen blöder. So, so würde er normal laufen. Etwas zu hoch. Aber er fängt sich wieder. Der Motor hat auch keinen Saft. Okay, ich steck's mal vorne wieder rein. So, das Zittern, jetzt hat er es wieder anerkannt, die Drosselklappe. Okay, ich werde mal den Fehlerspeicher auslesen. Aber ich vermute, es hat was mit der Drosselklappe zu tun. So, meine Lieben, den Fehler hat er mir jetzt angezeigt. Scheint wohl auch ein ganz gängiger Fehler zu sein. Wie ich gesehen habe, ich lösche den jetzt natürlich erstmal. Sonst hat er mir keine Fehler angezeigt. So, gelöscht. Mal gucken, was er jetzt macht. Aber hört ihr das? Er läuft schon wieder sehr weit unten. Er ruckelt jetzt aber nicht mehr so. Aber von der Drehzahl
ist er halt trotzdem noch ziemlich weit unten. Hör das jetzt. So ganz leicht zumindest. Ja, den Fehler wäre dann die Lambda-Sonde hier. Die kann ich mir auch mal anschauen. Also lag ich mit Drosselklappe und so, lag ich leider falsch, aber hätte ja sein können. Ja, wenn es jetzt das ist. Warum der Motor sich dann so schüttelt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich werde mal die Sonde rausholen, werde die mir mal angucken. Kann ja natürlich jetzt nur scheiße werden, weil es dort enger ist. Und du brauchst bestimmt 22er Schlüssel oder größer. Da hast du natürlich sehr viel Spaß dran. So, also wirklich von Opel, wenig Rost, aber der stand auch wieder länger. Seht ihr hier die ganzen Spinnweben? Auch da oben. Wenig Rost, sehr wenig. Was ich gesehen habe, Mittelschalldämpfer sieht nicht mehr so geil aus. Ja. Der ist, also die Anlage ist ja noch dicht. So ist es ja nicht. Aber sieht halt scheiße aus. Ja. Eventuell mache ich den neu. Ja, ist ja keine große Sache jetzt hier. So, die Handbremsseile. Ah, nee. Ah, die sind mal gewechselt worden. Die sehen jetzt nicht ganz so alt aus. Oh, das Ersatzrad ist auch wirklich nur noch ein Ersatzrad. Schaut mal, Klatz auf der Innenseite. Eieiei. Naja, gut, was soll's. So, gehen wir mal nach vorne. Hier schwimmt etwas. Ja, der Ölablassschraube. Hier schwimmt auch etwas. Wo kommt's her? Ja. Könnte schon durchaus vom Getriebe kommen. Aber gut, das Ding hat 172 auf der Uhr, ja, ist kein Neuwagen. Wer einen Neuwagen will, in dem Fall so ein Opel Combo, der soll zu Opel gehen. So. Auch hier Kuppelstange, sieht auch noch gut aus. Auch nichts eingerissen. Ach ja, hier bei diesem Fahrzeug wurde sogar schon mal die Steuerkette gewechselt. Steuerkette gewechselt, das ist natürlich sehr gut. So, ja, hier Öl da auf jeden Fall ein bisschen. So. Ja, also immer Ölservice, ein paar neue Ölablassschraube mit rein, neuer Mittelschalldämpfer und neue Lambda-Sonde vorne. Ja, sollte nicht so eine riesen Arbeit werden. Ja, cool auf jeden Fall. Cool. Ich werde natürlich jetzt noch mal ein bisschen was mehr testen, aber ihr wisst ja, mit Cam und hier Lampe, was soll man da jetzt noch großartig rumfummeln? Ja. Wie soll man auch rumfummeln? Funktioniert ja gar nicht. Man hat ja keine Hand mehr frei. Aber nö, eigentlich an sich ein ganz gutes Fahrzeug. Natürlich auch in die Jahre gekommen. Ich meine, das Ding ist aus 2009. Aber rostmäßig steht auch relativ gut da. Ja, er hat eine PDC nachträglich eingebaut. Das seht ihr auch schon hier. Die sehen so aus wie diese 10 Euro PDCs, die ich mal verbaut habe. Das wird wahrscheinlich auch so eine sein.
Aber so im Großen und Ganzen, Rostmilch steht ja echt gut da. Ja, hier seht ihr auch, hier wurde mal Wachs reingesprüht. Ja, auch, das ist bestimmt sogar noch ab Werk. Das Auto kommt ja aus dem Westen. Ist ein Essener. Und ja, ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Wessis, also Leute aus Westdeutschland, unseren Kanal gucken. Gibt es dort viel Schnee im Winter? Ich glaube nicht. Ja, das hier ist. Das ist ein Witz hier. Das hier ist ein Witz. Ja. Okay, also ich bin zufrieden. Neue Ölablassschraube. Die Schraube mache ich sowieso bei Opel immer neu. Weil, wenn das eben mal rund ist da drinnen, dann habt ihr echt eine Arschkarte. Nö, cool. Ist ein gutes Auto. Warum der so stottert, das kriegt man auch in den Griff. Und ich denke mal, der nächste Besitzer, der wird hier einen treuen Minicamper für sich haben oder halt ein Hochdachkombi oder ein Caddy oder ein Low-Budget-Camper oder was weiß ich auch immer. Hundeauto geht ja auch. Naja, so. Passt, passt, passt. Ja, dann nehme ich ihn mal runter, werde die Teile bestellen. Oder ich lasse ihn gleich drauf und werde mal die Teile bestellen. Ja, und dann Attacke. Entschuldigt das Flaggern, aber schaut mal. Das allererste Auto, was ich habe, was an meinem Geburtstag mal zugelassen wurde. Am 20.08. Coole Sache. Ich habe jetzt, wie gesagt, alle Teile bestellt und die Lambda-Sonde kostet 74 Euro, noch was plus Märchensteuer. Richtig viel Kohle, weil im Internet kriege ich die vielleicht so um die 30 Euro. Aber egal, ich habe es dann sofort da. Ja, Teile kann ich abholen und dann Attacke. Seid gegrüßt, meine Lieben. Der Kombo ist jetzt wieder komplett kalt. Wir starten den jetzt mal und gucken, ob der Motor genauso bescheiden läuft wie gestern, wenn er total kalt ist. Also lag es wahrscheinlich wirklich an der Lambda-Sonde vorne. Wir lassen mal kurz laufen.